Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 75, Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Hessen stationäre Versorgung ist auch in einer ernsten Medizinsituation gut aufgestellt, 204008. Mit dem Tagesordnungspunkt 93, Dringlicher Antrag Fraktion der SPD, stationäre Versorgung sicherstellen, Beschäftigte schützen und stärken, 204061. Redezeit 10 Minuten, und es beginnt der Kollege Bocklet, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte sehr, Markus. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben nach wie vor eine ernste, wenn nicht sogar dramatische Situation zur Frage der Pandemie in Hessen. Am letzten Sonntag wurden 2.111 neuinfizierte Covid-Patienten gemeldet. Diese Zahlen sind erschreckend, sie sind besorgniserregend. Wir müssen in dieser Situation deshalb nach wie vor mit hohem Augenmaß und hoher Intensität daran gehen, diese Pandemie einzudämmen. Und deswegen gilt es in dieser Stunde noch einmal, den Appell nach draußen zu richten an die Bevölkerung. Liebe Bürgerinnen und Mitbürger, achten Sie bitte auf Abstand, Hygieneregeln, achten Sie darauf, dass Sie lüften, achten Sie auf alle Maßnahmen, die die Regierungen und die kommunalen Behörden veranlassen. Tragen Sie dazu bei, dass wir die Pandemie stärker einschränken. Gestern und in den letzten Tagen erreichten uns Meldungen darüber, dass der Tag zu nahe scheint, an dem es einen Impfstoff zur Verfügung steht. Dennoch wird es noch mehrere Monate dauern, bis sich tatsächlich in umfangreicher Zahl allen Personen der kompletten Bevölkerung zur Verfügung steht. Deshalb steht uns noch eine harte Zeit bevor, eine harte Zeit für viele Geschäfte und Betriebe im kulturellen Bereich, in allen Bereichen, die ihrer Arbeit nicht nachgehen können, die ihre Existenzen bangen. Diese harte Zeit gilt es natürlich zu überbrücken. Und dennoch möchten wir auch diese Zeit nutzen, zu sagen, trotz der steigenden Infektionen ist Hessen gut aufgestellt. Wir sollten auch die Bevölkerung darüber informieren, dass es durchaus eine ausreichende Struktur gibt in diesem Land, der für die gesundheitliche Versorgung beiträgt. Auch wenn wir wollen, dass die Kapazitäten nicht überlastet werden, so ist Hessen doch gut aufgestellt. Und dazu möchte ich einige Bemerkungen machen. Wir haben in den letzten Monaten die Zeit genutzt, wir als Regierungsfraktion, aber vor allem auch die Landesregierung, der unser Dank gilt, Kai Klose und allen anderen Ministerinnen und Ministern, die dort aktiv daran gearbeitet haben, die Kapazitäten so aufzustellen, die Abläufe so auszubauen, dass dieses Land auf die Pandemie gut vorbereitet ist, auf diese zweite Welle, die eigentlich keine zweite Welle ist, weil die erste nie wirklich verschwunden ist. Aber das ist jetzt akademische Diskussion. Entscheidend ist, viele Verbesserungen sind in Kraft getreten. Lassen Sie mich einige erwähnen. Uns stehen jetzt 2.200 Intensivbetten zur Verfügung, 1.500 davon mit Beatmung. Ich will nur die Zahl erwähnen, 1.200 davon sind bereits belegt. 1.200 von 1.500 Intensivbetten mit Beatmung. Noch 300 sind frei. Das sind keine unendlichen Kapazitäten. Das unterstreicht noch einmal meine Eingangsworte. Deshalb noch einmal der eindringliche Appell, mit dieser Situation verantwortungsvoll umzugehen. Die Intensivbetten sind also aufgestockt worden. Die Krankenhäuser sind im Hinblick also noch besser als im Frühjahr aufgestellt. Wir haben dazu beigetragen, dass vom Land 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurden, um weitere Beatmungsgeräte, über 450 Beatmungsgeräte zur Verfügung zu stellen. Auch da so gelingt es, wenigstens Leben zu retten, wenn das nötig ist. Wir haben die Möglichkeit gehabt, die Schutzausrüstung, dieses große Problem des Beginns, und wir haben gestern ja auch im Sozialausschuss darüber geredet, dass keines der Bundesländer, keines der Länder insgesamt, auch in Europa nicht, in ausreichendem Maße auf eine solche Pandemie vorbereitet war. Ich glaube, so viel Erkenntnis haben alle, die hier im Raum sitzen. Diese Pandemie hat viele Trotz-Pandemie-Pläne, die es gibt. Viele unvorbereitet getroffen, und viele Probleme gab es damals, aber auch viele Probleme sind jetzt angegangen worden. Dazu gehört, dass den Krankenhäusern und anderen Institutionen nunmehr 17 Millionen Masken zur Verfügung stehen und 5 Millionen
Handschuhe, viele Schutzausrüstungen stehen jetzt zur Verfügung. Und auch da mag ich daran erinnern, dass dies durchaus schon immer Auftrag war von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, dass solche Schutzausrüstung vorgehalten werden muss, auch in Krankenhäusern. Offensichtlich war das nicht immer der Fall. Wir konnten dieses nachholen und heilen. Ein gutes Zeichen. Das Sonderkapitel zum Krankenhausplan, daran möchte ich noch einmal erinnern, und die anknüpfende Allgemeinverfügung, die den hessischen Weg beschreibt und dort den Stufenplan, der hat positive Aufmerksamkeit bundesweit erregt. Ich erwähne hier nur die Vorsitzende des Marburger Bundes, Jona, die gesagt hat, dieser Stufenplan für Krankenhäuser ist vorbildlich. Ich erwähne gerne Herrn Karagiannidis, den Kölner Chefarzt, und beide haben gesagt, das hessische Modell ist vorbildlich. So wie hier vorgegangen wird bei den Bettenkapazitäten, ist bundesweit zu beachten. Ich finde, das ist auch ein Lob wert, auch diesmal an die Adresse von Kai Klose und allen anderen, die daran mitgearbeitet haben. Wir haben darüber hinaus, selbst wenn Kapazitäten an ihre Leistungsgrenzen kommen, haben wir einen leistungsfähigen Rettungsdienst mit einer gut vernetzten Struktur zentraler Leitstellen sowie dem flächendeckenden Einsatz des IVENA E-Health-Systems, das Patienten und Patientinnen in kürzerer Zeit möglich macht, die weniger stark belasteten Landesteile zu nutzen. Das Land hat laut Krankenhausfinanzierungsgesetz für die Investitionsförderung der Krankenhäuser also über 120 Millionen zur Verfügung gestellt, die jetzt auch benutzt werden können für die Liquidität. Darüber hinaus haben wir die Investitionsmittel in diesem Jahr von 208 auf 269 Millionen Euro deutlich erhöht, damit die Kliniken nicht vor der Problematik stehen, keine liquiden Mittel zu haben und unter Umständen Insolvenz anzumelden. Ich erwähne hier gerne noch einmal den Chef des Klinikverbundes Hessen, Clemens Maurer, der ausdrücklich die Landesregierung dafür gelobt hat, dass diese Mittel schnell und unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden. Ich bin der festen Überzeugung, das sichert vielen Krankenhäusern das Überleben in dieser Krise. Da gibt es noch nichts zuzulachen. Die hessischen Fördersummen und die Investitionskosten der Krankenhäuser im Vergleich zu anderen Bundesländern sind überdurchschnittlich hoch. So hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft noch einmal 2019 uns bestätigt, dass wir bei den Krankenhausinvestitionsquoten in Hessen auf dem ersten Platz liegen und der Fördermittel pro Bett, pro Fall, insgesamt liegt Hessen im oberen Drittel. Die hessischen Krankenhäuser sind gut aufgestellt. Ein gutes Signal auch in so einer Krise. Gestatten Sie mir, die letzten drei Minuten meiner Rede deshalb noch einmal mich der Frage zuzuwenden, wie die Opposition zu diesem Thema umgeht. Ich habe mir hier die Pressemitteilung ausdrucken lassen, mal speziell von unserem Kollegen Kürsün und der FDP-Fraktion. Und ich zitiere nur die Überschriften. Am 28. Mai, Landesregierung ist ratlos und passiv. Corona-Tests für Rückkehrer in Hessen schlecht angelaufen. Kloses Stufenmodell ist gescheitert. Landesregierung gesteht Scheitern ein. Ich finde, ja, Sie klatschen. Ich glaube, das Lachen sollte Ihnen im Halse stecken bleiben. Wenn Sie das für Ihre gesellschaftliche Rolle in so einer Krise, indem Sie solche Behauptungen in die Welt setzen, obwohl ich Ihnen gerade vorgetragen habe, dass es 46 Maßnahmen gab, die die Landesregierung ergriffen hat, mit Stufenplänen, mit Eskalationsplänen, mit vielem mehr, dann finde ich das, was Sie betreiben, verantwortungslos. Ich will es einmal ganz deutlich benennen. Das ist verantwortungslos. Wir stellen uns jedem Problem und jeder Kritik, auch den 214 kleinen Anfragen im letzten Jahr. 214 kleine Anfragen zum Thema. Wir hatten darüber hinaus unzählige Aktuelle Stunden, Sonderpläne und Ausschusssitzungen. Mehrere 30 Stunden haben wir uns zu diesem Thema unterhalten. Die Landesregierung stellt sich all den Problemen, diskutiert sie auch, formuliert auch transparent, was sie will. Aber zu behaupten, eine Landesregierung, die sich dieser Krise stellt, sei gescheitert, das halte ich für verantwortungslos, Herr Bürsün. Und ich wiederhole gerne zum Abschluss. Mein Fraktionsvorsitzender hat zu Recht bemerkt, eine Landesregierung braucht die Kompetenzen, um so eine Krise zu meistern.
Nach gewissen Anlaufschwierigkeiten durch die Überraschung dieser Wucht dieser Pandemie ist alles gut im Laufen. Wir sollten der Bevölkerung auch Sicherheit vermitteln. Aber wie sagte Matthias Wagner schon zu Recht, manchmal braucht man eben auch Format, um so eine Krise durchzustehen. Ich stelle fest, der FDP fehlt dieses Format. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat die Frau Abg. Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Daniela, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen! Zu Beginn möchte ich erst einmal sagen, wem wir es zu verdanken haben, dass wir die Corona-Pandemie stemmen. Das sind die in der Versorgung Tätigen. Sie tun alles dafür und setzen sich bis zur Erschöpfung ein, dass Patienten nicht nur während der Pandemie gut versorgt werden. Sie sind diejenigen, die sich selbst in Gefahr bringen, dem Virus aussetzen und dafür Sorge tragen, dass das Gesundheitswesen aufrechtgehalten wird. Deswegen ist es so wichtig, das Personal zu stärken und zu unterstützen. Ja, wir brauchen mehr Bettenkapazitäten, aber ohne Personal läuft nichts. Was nutzen Bettenkapazitäten, wenn wir Betten sperren müssen, weil das Personal fehlt? Deswegen adressieren wir klar und deutlich an die Landesregierung, wenn Sie die stationäre Versorgung unterstützen wollen, dann schützen und unterstützen Sie die Beschäftigten. Wir fordern seit Beginn an eine umfassende Teststrategie für alle Personen in der stationären, aber auch in der ambulanten Versorgung. Sie haben uns gestern im Ausschuss von Ihrer intelligenten, rationalen Teststrategie in der Sondersitzung erzählt. Und was machen Sie? Tröpfchenweise unter Druck, bis Sie keine andere Chance mehr haben, räumen Sie Möglichkeiten erst ein. Erst wollen Sie anlasslose Tests nicht, dann setzen Sie sie um, immer wieder hü, dann hot. Ihre Kakophonie der kurzen Halbwertszeit Ihrer Entscheidungen ist unerträglich. Sicherlich nutzt es der Altenpflege die Möglichkeit zu testen. Aber ist Ihre Initiative tatsächlich angekommen? Haben die Beschäftigten die Möglichkeit genutzt? Sie konnten uns dazu nichts sagen. Keine Zahlen, keine Kenntnis. Und was ist mit den vielen anderen Menschen im ambulanten Dienst, die von Haushalt zu Haushalt gehen, mit den Kranken- und Gesundheitspflegern, mit den Heilmittelerbringern? Sie haben die Möglichkeit nicht. Sie rekrutieren auf § 4 der Testverordnung. Was nützt das, wenn das in der Praxis nicht ankommt, meine Damen und Herren? Und wenn Probleme auftauchen oder Beschäftigte den Strohhalm greifen und nach Testpatenschaften bitten, fällt Ihnen nichts Besseres ein, als die Verantwortung wegzudrücken. Waren Sie, Herr Minister, schon vor Ort oder referieren Sie nur aus den Stellungnahmen? Ist Ihnen nur die Sicht der Geschäftsführung wichtig oder auch der Beschäftigten? In der Hessenschau und auch gestern im Ausschuss haben Sie verlautbart, die Krankenhäuser sind selbst zuständig. Das liege im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung und des Arbeitsschutzes der Einrichtung. Ach ja, das Land hat damit nichts zu tun. Wie war das mit dem staatlichen Arbeitsschutz in Hessen? Überwachung und Beratung sind gesetzliche Aufgaben. Und wer hat die oberste Fachaufsicht? Das Ministerium für Soziales und Integration, meine Damen und Herren. Sie haben also rein gar nichts damit zu tun. Das wollen Sie uns erzählen. Ich habe gestern gesagt, dass ich erschüttert bin, und ich sage es heute auch wieder. Denn wir brauchen Menschen, die hinschauen, die hinhören, den Problemen nachgehen, sich kümmern, sich nicht wegducken und sich auch nicht hinter Verordnung verstecken. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals sage, dass ich mir Herrn Grüttner zurückwünsche, meine Damen und Herren. Wir werben erneut um eine umfassende Teststrategie, und ich erkläre Ihnen es gerne noch einmal.
Ein solches Testen ermöglicht, dass das Personal in Krankenhäusern sowie anderen Einrichtungen bis zum Moment der Ansteckung arbeiten kann, in den Teams und dann mit entsprechenden Quarantänemaßnahmen die Umgebung schützen kann. Das ist Schutz für alle, meine Damen und Herren. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal deutlich und unmissverständlich sagen, Pflegekräfte sind keine Maschinen und Patienten keine Werkstücke. Sie brauchen Zeit für eine adäquate Versorgung der Patienten. Und wenn der Minister für Soziales und Integration die Personaluntergrenze aussetzen möchte, dann bedeutet das weniger Personal für mehr Patienten. Wertschätzung, meine Damen und Herren, sieht anders aus. Deswegen sagen wir, wir möchten, dass Sie genau hinschauen. Die Personaluntergrenze, insbesondere in der Intensivpflege, die darf man nicht kappen. Das wäre fatal. Gerade die Intensivpflege braucht jetzt alle Unterstützung. Und die verschärfende Situation, und Herr Bocklet hat es ja gesagt, braucht eine neue Verteilungsstrategie für Intensivkapazitäten. Und gestern haben Anästhesisten und Intensivmediziner ein Konzept vorgelegt, wie man COVID-19-Patienten regional und überregional verteilen kann. Und wenn Sie mir oder uns nicht glauben, dann doch bitte den Experten. Ist es denn so schwer, diese Expertisen anzuerkennen, meine Damen und Herren? Wo bleibt Ihr Engagement? Und welche konkreten Vorkehrungen hat die Landesregierung getroffen, um die stationäre Versorgung sicherzustellen? Und vor allen Dingen, was haben Sie für unsere wertvollste Ressource, nämlich das Personal, getan? Wie haben Sie das Personal geschützt? Setzen Sie sich endlich für die Beschäftigten ein. Und ja, wir sind froh und dankbar, dass die hessischen Krankenhäuser ihre Intensivkapazitäten und die Zahl auch der Beatmungsgeräte erhöht haben und sich für die zweite Welle gerüstet haben. Aber die zentrale Unterstützung kam dann nicht nur aus Hessen, sondern auch vom Bund. Der hat nämlich aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds für jedes neue Gerät 50.000 € ermöglicht. Das hilft natürlich jetzt auch in der angespannten Lage. Im Frühjahr, wir können uns noch alle erinnern, fehlte Schutzmaterial. Der Minister hat uns immer wieder versichert, dass jetzt für die zweite Welle Hessen gerüstet ist. Doch erreichen uns immer wieder aus der Praxis Nachrichten, dass schwerlich an Schutz heranzukommen ist. Auch gestern war das Thema im Ausschuss. Einerseits berichten Sie, Herr Minister, die Einrichtungen seien wieder selbst dafür zuständig. Auf der anderen Seite sagen Sie, das Land hätte genügend Material. Warum haben dann diejenigen, die es dringend brauchen, keine und bekommen das nicht? Das ist für uns eine große Frage. Vielleicht können Sie uns das noch einmal erklären. Und Herr Bocklet, Sie haben ja im letzten Plenum gesagt, ich solle den Krankenhausplan lesen. Mittlerweile müssten Sie wissen, dass ich mit Themen gewissenhaft umgehe und das auch getan habe. Ich frage Sie, ob Sie das auch getan haben. Denn dann wüssten Sie, dass der Krankenhausplan, den die Landesregierung verpflichtend zur Sicherstellung der flächendeckenden, bedarfsgerechten stationären Krankenhausversorgung gewährleisten muss, nur eine Fortschreibung vom Vorgänger ist. Da sind keine neuen Schwerpunkte, keine Innovation, und das nach 10 Jahren. Das Einzige, was Sie neu gemacht haben, ist das Covid-Kapitel. Aber, meine Damen und Herren, da kamen Sie jetzt auch nicht drum herum. Schön finde ich auch, dass Sie in Ihrem Antrag noch einmal auf die Investitionsfinanzierung eingehen, bzw. Krankenhausfinanzierung. Das Land ist für die Investitionsförderung zuständig. Die Betriebskosten eines Krankenhauses hingegen, also die Kosten, die unmittelbar mit der Behandlung in Zusammenhang stehen, die werden durch die Krankenkassen über die Finanzierung diagnosebasierter Fallpauschalen, also der DRGs, über die wir immer mal wieder reden, finanziert. Deswegen möchte ich auch noch einmal hier einen Dank an den Bund richten, der aufgrund der außergewöhnlichen Belastung der Krankenhäuser durch das Coronavirus den Fixkostendegressionsabschlag für 2020 ausgesetzt hat und natürlich auch im Frühjahr die Betten, die man für Covid-Patienten freigehalten hat, bezahlt hatte. Und gerne, Herr Bocklet, kann ich Ihnen auch noch einmal erklären, wie sich die Investitionskosten hier im Land aufschlüsseln. Darüber haben wir ja letztes Mal herzlich gestritten. Oder Sie schauen einfach in das Protokoll von der 54. Sitzung. Das Land nimmt von den
etwa 300 Millionen Investitionsbedarfen lediglich 18,4 Millionen € selbst in die Hand. Alles andere zahlen die Kommunalen durch ihre Geldumschichtungsprogramme, meine Damen und Herren. Und die Investitionsquote in Hessen liegt bei 3,8. Zur Wahrheit gehört eben auch, dass das Land Hessen seit 20 Jahren seine gesetzliche Pflicht zur Finanzierung der Investitionen vernachlässigt, da die einmalig vorgezogene Auszahlung der Pauschalmittel kann über dieses Versäumnis, meine Damen und Herren, nicht hinwegtäuschen. Meine Damen und Herren, das Land muss sich gerade in einer solchen Krise darauf besinnen, dass die Sicherung der gesundheitlichen Daseinsvorsorge essentiell ist und durch bedarfsgerechte Investitionen gestärkt werden muss. Kommen Sie endlich Ihrer gesetzlichen Pflicht nach. Und vor allen Dingen, meine Damen und Herren, behandeln Sie die wichtigste Ressource, das Personal, die wichtigste Ressource, die wir haben, so, wie Sie es verdient haben. Personalmindeststandards, gute und sichere Arbeitsbedingungen mit Tests und bedarfsgerechtem Schutzmaterial. Denn die Damen und Herren im Gesundheitswesen stehen an den Betten, wenn durch Corona priorisiert werden muss. Das sind diejenigen, vor denen ich meinen Hut ziehe. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Das Wort hat nun der Kollege Dr. Bartelt, CDU-Fraktion. Alf Norbert, bitte. Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Zahl der Neuinfektionen mit COVID-19 steigt exponentiell. Sie hat das Maximum im März bereits überschritten. Mit einem Zeitverzug von 2 Wochen steigt auch die Zahl der schweren Verläufe und der zu beatmenden Patienten. Die Hoffnung, sie wird in der zweiten Welle geringer ausfallen, weil mehr jüngere Patienten mit milden Verläufen betroffen sind, erfüllt sich leider nicht. Daher fragen die Menschen, ob eine ausreichende qualifizierte Versorgung im Ernstfall wirklich gesichert ist. Und das müssen wir ernst nehmen, und da müssen wir Antworten darauf geben. Wir sind in Deutschland und besonders in Hessen besser vorbereitet als in der ersten Welle. Wir haben die Intensivbetten in Hessen fast verdoppelt. Wir haben ausreichend Beatmungsgeräte erworben. Schutzkleidung und Masken sind vorhanden. In Hessen ist die vorbildliche Koordination der stationären medizinischen Versorgung hervorzuheben. Entsprechend der 6 Versorgungsbezirke ist jeweils 1 Schwerpunktklinik für den Vorrat an freien Behandlungsplätzen und die Organisation der Einweisung in den Kliniken zuständig. Den Kliniken sind die Level 1 bis 4 in der Versorgung zugeordnet. Level 1 haben die koordinierenden Schwerpunktkliniken, die auch die schwersten Fälle behandeln. Level-2-Kliniken haben auch Intensivbetten. Level 3 und 4 haben Häuser, die Patienten mit milderen und stabilisierten Verläufen therapieren. Zudem werden die Rettungsdienste durch das System IVENA über die freien Betten für ihre Patienten informiert. Bürgerinnen und Bürger können vertrauen, dass alles getan wird, um die stationäre Behandlung bedarfsgerecht zu sichern. Und dies in einer Lage, wo das Gesundheitswesen durch die Pandemie einem Stresstest unterzogen wird, wie es ihn noch nie gegeben hat, wie kürzlich unser Gesundheitsminister Kai Klose auf der Delegiertenversammlung der Landesärztekammer verantwortungsvoll feststellte.
Trotzdem ist für Sorglosigkeit kein Anlass. Die Lage ist sehr ernst. Wir vernahmen vor 3 Tagen, dass die Zahl der Intensivbehandlungen die erste Welle überschritt. Wir lasen am Sonntag in der FAZ, dass die Uniklinik München berechnete, dass in 3 Wochen die intensivmedizinischen Kapazitäten ausgeschöpft sein würden, wenn die Kurve weiter so verläuft. Wir stehen heute anderen Herausforderungen im Vergleich zur ersten Welle gegenüber. Auch das ärztliche und Pflegepersonal kann sich infizieren. Meist geschieht dies außerhalb der Klinik. So können wegen der Quarantänepflicht ganze Schichten einer Station ausfallen. Viele Kliniken bereiten Pflegepersonal auf einen Dienst auf der Intensivstation vor. Sie fehlen im Bedarfsfall dann aber an anderer Stelle. Daher ist es vorübergehend erforderlich, dass die Verordnung zur Personaluntergrenze in der Intensivpflege erneut vorübergehend ausgesetzt wird. Das, was Frau Dr. Sommer eben vorgetragen hat, ist ein Wunschdenken. Den Wunsch teile ich ja. Aber es ist keine realistische Betrachtungsweise und kein ehrliches Umgehen mit den Betroffenen. Die entsprechende Forderung der Krankenhausgesellschaft ist nachvollziehbar. Es sollte wie in der ersten Welle verfahren werden. Hessen setzt sich dafür ein. Es ist zu erwarten, dass es auf Bundesebene zu einer Lösung in diesem Sinne kommt. Es ist natürlich zu betonen, dass diese Aussetzung zeitlich begrenzt ist. Die Personaluntergrenze für alle Pflegebereiche in den Kliniken sind notwendig und von allen auch politisch gewollt. In dem Zusammenhang sei erwähnt, dass bei der Impfstoffstrategie den Pflegekräften die Impfung bevorzugt angeboten werden soll. Das Corona-Kabinett hat sich damit bereits befasst. Eine bundesweite Regelung wird es geben. Die Bundeskanzlerin hat sich hierzu geäußert. Es besteht Einigkeit unter allen Gesundheitsministern der Länder. Ständige Impfkommission und Ethikrat haben sich entsprechend geäußert. Eine weitere wichtige Herausforderungen sind die wirtschaftlichen Folgen für unsere Krankenhäuser. In der ersten Welle wurden die Verluste wegen des Verbots der Elektiveingriffe durch Vorhalteprämien für Behandlungsplätze ausgeglichen. Durch eine optimale Zuteilung der Intensivbetten kann derzeit ein staatliches Verbot der planbaren Eingriffe vermieden werden. Gott sei Dank und in Klammern noch vermieden werden. Der Koordinator der Schwerpunktkliniken, Professor Graf, Universitätskliniken Frankfurt, äußerte bereits vor 4 Wochen, planbare Eingriffe sollen verschoben werden. Wir müssen unsere Ressourcen wieder auf Covid konzentrieren. Hoffentlich ist dies intern unter den Kliniken auch weiterhin zu regeln. Der Präsident der Intensivmediziner forderte dagegen schon jetzt staatliche Regelungen. Die Krankenhausgesellschaften äußern sich gegenteilig. Wir hoffen, dass möglichst lange staatliche Regelungen nicht notwendig sind und vielleicht auch gar nicht notwendig werden. Sollte dennoch eine staatliche Verordnung nötig werden, sollte über differenzierte Maßnahmen nachgedacht werden. Eine planbare Operation, eine Stars am Auge, wird keine Intensivkapazitäten beanspruchen. Eine planbare OP an der Hüfte oder am Knie dagegen schon. Aktuell ist eine Wiederholung der Leerstandsprämie vom Bund nicht beschlossen. Der Bundesgesundheitsminister Spahn äußerte aber, dass wirtschaftlichen Schieflagen von Kliniken auch von Bundesseite begegnet wird. Das werden wir auch von der Landesebene auch so einfordern. Zudem werden die längerfristigen wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Krise, betone die längerfristigen Folgen, durch das Krankenhauszukunftsgesetz teilweise ausgeglichen. Der Bund stellt 3 Milliarden Euro und die Länder 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Sie dienen dem Ausbau von Notfallkapazitäten, der Förderung der Digitalisierung und der Kompensation von Erlösrückgängen durch die Pandemie. Es sei ergänzt, dass Digitalisierung gerade im Zusammenhang mit Covid sehr hilfreich ist. Beispiele sind Überwachung von AHA, Fiebermessung von Personal und Besuchern und Ergebnisübermittlung von Testergebnissen und weiteren Befunden. Weiterhin wird in diesem Bundesgesetz das Bezugsjahr für den Fixkostendegressionsabschlag geregelt.
Das hört sich zunächst einmal sehr bürokratisch an. Es ist für die Kliniken aber von existenzieller Bedeutung. Es bedarf natürlich einer kurzen Erklärung. Wenn eine Klinik mehr Leistung im Vergleich zum Vorjahr abrechnen möchte, wird ein Abzug vorgenommen. Unkontrollierte Mehrleistung, etwa im operativen Bereich, soll somit eingeschränkt werden. Würde man das Bezugsjahr der Corona-Krise 2020 für 2021 wählen, würde das viele Kliniken in den Ruin treiben. Deshalb wird vernünftigerweise das Vorjahr 2019 genommen. Die wirtschaftlichen Folgen werden also durch Bund und Land teilweise abgefedert. Da der Verlauf der Krise aber nicht planbar ist, müssen wir zeitnah und bedarfsgerecht handeln, wenn weitere Hilfen notwendig werden. Und dafür werden wir uns auch einsetzen. Hessen ist für die weitere Bewältigung der zweiten Welle gut aufgestellt. Die Kliniken sind gut vorbereitet. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass wir uns weiter in einer Krise befinden. Die positiven Nachrichten hinsichtlich der Entwicklung eines Impfstoffes und jetzt auch der Verträge auf europäischer Ebene, das ist natürlich eine enorme Erleichterung und das ist natürlich eine Perspektive und das soll uns auch eine Motivation sein, alles zu tun, um diese Durststrecke zu überwinden und auch Einschränkungen im täglichen Leben in Kauf zu nehmen. Es hängt natürlich davon ab, auch die Versorgung in den Kliniken im Ernstfall, inwieweit insgesamt die Maßnahmen erfolgreich sind. Und es ist sehr erfreulich, dass die Umfragen zeigen, dass sie von der überwiegenden Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger so in dieser Form akzeptiert werden. Da können einige wenige schreien, wie sie wollen, aber die Mehrheit steht hinter diesen Maßnahmen. Und die Gesellschaft steht hier zusammen. Und das wäre auch ganz schön, wenn dies im Parlament hier seinen Niederschlag finden würde, meine Damen und Herren. Abschließend sei der Landesregierung, besonders dem Ministerpräsidenten und dem zuständigen Gesundheitsminister für ihre Aktivitäten auch auf Bundesebene gedankt. Ganz besonders ist aber dem Personal in den Krankenhäusern, den Ärztinnen und Ärzten, dem Pflegepersonal und dem Personal in der Verwaltung für den sehr, sehr hohen Einsatz in der Krise und der großen Verantwortung zu danken. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Dr. Bartelt.